Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe was richtig Cooles für euch. Freue ich mich eigentlich schon lange darauf, euch das zeigen zu dürfen. Es geht darum, eine Einzelraumregelung nachzurüsten in einer bestehenden Fußbodenheizungsanlage. Und da habe ich hier wirklich das, ja, die heißeste Technik überhaupt am Start. Im Prinzip, also was ich cool finde, ist dieses Touchscreen-Display, wo ich wirklich jeden einzelnen Raum ansteuern kann, Zeitprogramme einstellen kann, Temperaturen einstellen kann. Also das ist eigentlich das, ja, finde ich mega cool, aber werdet ihr gleich nochmal im Detail sehen, wie das Ganze funktioniert. Grundsätzlich hängt dann später in jedem Raum so ein Raumthermostat. Da kann ich hier durch Drehen die Temperatur einfach einstellen und dann springt er wieder um und zeigt mir die aktuelle Raumtemperatur an. Das gehört auch noch mit zu dem System. Diese sind alle mit Funk verbunden und vernetzt mit der zentralen Einheit, die im Fußbodenheizungsverteiler montiert wird. Und zusätzlich lassen sich auch noch Heizkörper mit einfach solchen Heizkörperthermostaten auch noch mit darauf anbinden. Also insgesamt ein richtig cooles System. Ich bin richtig gespannt darauf. Ich baue das jetzt hier bei uns in der Ausstellung ein. Ihr dürft dabei zugucken und nachher schauen wir uns gemeinsam mal an, was man damit alles so machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und zack, da sind wir schon. Hier ist der Fußbodenheizungsverteiler für die einzelnen Kreise. Hier kommen alle Leitungen aus den Räumen an. Die Handsteller, die eventuell drauf sind, werden durch solche elektrischen Stellantriebe ersetzt. Man sieht, da ist ein Kabel dran. Und das wird im Prinzip mit unserer Empfängerleiste hier verbunden. Und dann wird das alles so geschaltet auf die einzelnen Raumthermostate verbunden, wie das sein soll. Das installieren wir jetzt hier. Schaut mir dabei über die Schulter und gleich gucken wir uns das an, wie gut das Ganze funktioniert. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir noch die ganzen Systemkomponenten miteinander verbinden. Das Touch-Display, das habe ich erstmal schon mal bei uns mit dem WLAN verbunden. Und hier kann ich jetzt eine geführte Installation durchgehen, wo ich alle einzelnen Räume anlegen kann. Da haben wir jetzt das Einzelraumreglersystem nachgerüstet. So sieht erstmal der ganz normale Raumregler aus. Zeigt mir hier im Moment die aktuelle Raumtemperatur an, 24,5 Grad. Hier kann ich jetzt einfach dran drehen und eine Wunschtemperatur einstellen. Zum Beispiel jetzt 21 Grad. Ja, das ist erstmal schön einfach. Und jetzt zeige ich euch mal den EvoHome Touch. Der ist hier vorne, den haben wir uns hier schön an die Wand gehängt. Kann ich aber auch einfach hier runternehmen. Hier sehe ich jetzt noch einmal jeden einzelnen Raum. Bei uns jetzt in der Ausstellung Büro rechts, Ausstellung Tür, Technik, Büro links und auch sogar den Aufenthaltsraum. Ich habe hier alle Temperaturen, die gerade in den Räumen sind und wie sie denn auch sein sollen und kann hier sogar durch die Einstellung einzelne Heizzeiten für jeden Raum vorgeben. Und jetzt guckt mal hier vorne, habe ich euch für als Beispiel mal hier an so einen Heizkörper auch montiert, der einzelne Thermostat. Lässt sich nach wie vor ganz normal auch bedienen und hier eine Temperatur einstellen. Leuchtet hier auch direkt schon im Display. Ne? Stellen wir mal den Heizkörper jetzt auf 20 Grad ein. Ja, und an meinem zentralen Touchscreen hat er natürlich hier unten jetzt auch direkt die 20 Grad übernommen. Umgekehrt funktioniert das natürlich genauso. Wenn ich jetzt hier einfach eine kleinere Temperatur einstelle von 18 Grad, dann übernimmt er das natürlich gleich hier vorne im Display auch direkt. Ja, also das ist auf jeden Fall in der Nachrüstung eine sinnvolle Sache. Kommt doch mal eben noch mal mit, ich zeige euch das mal am Verteiler noch schnell. Hier vorne, das ist ja jetzt die Leiste, die haben wir hier installiert. Hier sind die einzelnen Stellantriebe drauf. Hier mache ich gleich noch schön die Verkleidung von unserem Verteilerschrank noch drauf. Und hier ist noch mal eine spezielle Empfangsantenne, weil das ist ja auch immer die Frage, ist denn überall der Funkempfang auch immer gut?
Hier ist er gut, hier ist sogar extra eine externe Antenne dran, damit wir auch einen hervorragenden Funkempfang haben. Und die Systeme reagieren eigentlich sofort. Wenn ich was einstelle, erkennt er das sofort und fährt hier innerhalb von kürzester Zeit den Stellantrieb auch auf. Ja, ich finde, das ist ein cooles System für die Nachrüstung vor allem, dass man dann NF-konform auch eine Einzelraumregelung noch realisieren kann und natürlich mit richtig coolen Zusatzfunktionen, alleine durch den Touch, dass ich hier zentral alle Räume einstellen kann. Ich habe sogar hier nochmal ein paar Zusatzaktionen, die man hier machen kann. Natürlich einmal Heizung aus oder hier, ich kann auf Abwesend einfach klicken. Dann werden alle meine Räume auf einen Schlag auf 15 Grad zum Beispiel runtergeheizt oder runtergekühlt. Da kann ich jetzt auch wieder abbrechen und dann fängt er wieder an zu heizen. Also mit einem Knopfdruck habe ich alle meine Räume von der Temperatur runtergeregelt. Gibt ja auch noch ein paar andere Aktionen, aber ich würde sagen, das kann sich jeder selber anschauen, sobald er sich das Evo Home System auch installiert hat. Zusätzlich gibt es das Ganze natürlich noch als App fürs Handy. Da gibt es extra von Honeywell eine App für. Die habe ich mir schon runtergeladen, bin aber noch nicht angemeldet. Der ist bei uns im WLAN integriert und dann kann ich auch von fern aus nochmal drauf zugreifen. Ja, also mega cooles System. Das ist ja schon Smart Home. Den packe ich gleich wieder in die Ladestation an die Wand. Ja, machen wir hier eine Ausstellung, haben wir damit schön viel Spaß erstmal mit. Und sonst, wenn ihr das bei euch nachrüsten möchtet oder installiert haben möchtet, dann wendet euch am besten an euren Fachhandwerker der Innung. Den findet ihr bei uns über die Internetseite. Da haben wir für euch so eine kleine Suche eingerichtet. Schaut doch mal rein. Und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Hinterlasst mir einen Like, schreibt einen Kommentar, teilt das Video. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast den SHK-Infokanal noch nicht abonniert? Dann klick einfach hier vorne drauf, dann kannst du das nachholen. Das kostet dich auch nichts. Oder schau dir eins von diesen beiden Videos hier an, die könnten dich auch noch interessieren. Viel Spaß dabei!